Hey Leute, kennt ihr das Gefühl, dass das Glück immer irgendwo in der Zukunft liegt? Vom Traumjob bis zur Rente, von Fitnesszielen bis zum Eigenheim. Wir jagen ständig dem nächsten Ziel nach. Unser Gehirn ist ständig im Modus ändern, wollen, erreichen. Doch genau hier liegt der Haken. Wir grübeln über Vergangenes oder planen die Zukunft. Aber wir vergessen dabei komplett, das Hier und Jetzt zu erleben. Ich wollte diesem endlosen Zielejagen entkommen und flog für 2 Monate nach Thailand, um mich selbst neu zu finden. Doch selbst im Paradies findet man das Glück nicht einfach so. Denn ich lernte, das Glück liegt in einem selbst. Denkt ihr, ich hab's gefunden? Begleitet mich jetzt auf meiner Reise, bei der ich für nur 227 Euro den ersten Schritt in Richtung psychischer Freiheit gegangen bin. Ich zeige euch, was sich dabei in mir verändert hat und wie auch ihr ähnliche Erfahrungen machen könnt, sogar zu Hause und ohne Geld. Nach 4 Tagen Party in Bangkok zog es mich auf die Insel Koh Phangan, wo ich spontan ein einwöchiges Meditations- und Yoga-Retreat buchte. Und wie das war, erfahrt ihr jetzt. So, ich hatte gerade meine erste Meditation Session um 8 Uhr morgens. Ziemlich angenehme Zeit, muss ich sagen. Und es war echt gut. Wir hatten einigermaßen eine Einführung gemacht, um erstmal zu sehen, wo wir hin möchten. Was ist unser Ziel bei der Meditation? Und dann haben wir noch eine halbe Stunde meditiert. Dann gab es lecker Frühstück, vegetarisch. War sehr nice, als Buffet angerichtet. Jetzt habe ich erstmal eine kleine Pause und habe die nächste Session erst um 12.30 Uhr. Unser Tagesablauf bestand aus 3 Meditationen. Morgens, mittags und abends. Nachmittags gab es eine 90-minütige Yoga-Session mit verschiedenen Stilen. Zwischen den Aktivitäten aßen wir Frühstück oder Mittagessen und es gab auch großzügige Pausen, wo man Zeit für sich selbst hatte. Aber bis jetzt gefällt es mir echt gut und ich bin echt gespannt, was die ganze Woche noch auf mich zukommen wird. Dennoch werde ich euch nicht auf Schritt und Tritt mitnehmen auf den Meditation Retreat, denn da geht es ja um meine Innenwelt, dass ich mich auf mich selbst fokussiere und dass ich in mich reinspüre. Deswegen kann ich euch natürlich nicht jederzeit mitnehmen, weil dann habe ich nochmal eine Sache mehr, an die ich denken muss, wobei wir eigentlich ja den Verstand ausschalten möchten. In der restlichen Zeit konnte ich eigentlich machen, was ich wollte. Kurz runter zum Strand und ins Meer springen, in meinem gemütlichen Bungalow entspannen oder mit meinen neu gewonnenen Freunden in ein Restaurant Abendessen gehen. Die ersten Tage vergingen wie im Flug und ich habe Teilnehmende aus der halben Welt kennengelernt. USA, Schweden, Frankreich, Schweiz und auch sehr viele Deutsche waren dort. Die soziale Interaktion im Retreat war was ganz Besonderes. Trotz der Altersunterschiede, ich war nämlich mit Abstand der Jüngste, spürte ich eine starke Verbundenheit in der Gruppe. Gemeinsame Mahlzeiten und Gespräche waren erfüllt von Wärme und Offenheit, als wären wir eine große internationale Familie. Und das jeden Tag, das ist echt ein Safe Space. Doch kommen wir jetzt zum Kern meiner Erfahrung, der Meditation. Jasper, unser charismatischer und leicht hippieartiger Meditationslehrer aus England, führte uns mit seiner ruhigen und erfahrenen Art in die Welt der Meditation ein. In unseren 3 täglichen Meditationssitzungen direkt am Meer vermittelte er uns nicht nur die ideale Sitzposition und die Kunst der Bauchatmung, sondern gewährte uns auch tiefere Einblicke in spirituelle Zusammenhänge. Doch den Großteil der Zeit waren wir in kompletter Stille und lauschten nur dem Meeresrauschen. In der Meditation tauchen oft Gedanken auf und das kennen wahrscheinlich viele von euch. Manchmal bin ich sogar eine Viertelstunde komplett in irgendwelchen Gedankenspiralen abgedriftet. Interessanterweise bemerkte ich aber, dass diese Gedanken mit zunehmender Routine von Tag zu Tag weniger wurden. Besonders morgens, wenn ich direkt nach dem Aufstehen, ohne mein Handy zu checken, in die Meditation eintauchte, wurden meine Gedanken spürbar weniger. Aber die Meditation war nicht alles. Wir hatten nämlich auch Yoga-Sessions, die nicht nur körperlich, sondern auch geistig echt anstrengend waren. Für mich persönlich war Yoga komplett neu, aber ich fand es echt gut und war ziemlich beeindruckt von der Vielfalt an unterschiedlichen Arten von Yoga. Wobei die entspannten Formen von Yoga schon angenehmer waren. Also durch die Kombination von Yoga und von Meditation hatte man eine ganzheitliche Erfahrung und das war echt cool. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, was kostet so ein Retreat? Die Antwort mag überraschen. Es war erstaunlich günstig. Eine Woche komplettes Programm aus Meditation und Yoga inklusive Frühstück und Mittagessen für nur 227 Euro. Für mein Bungalow habe ich übrigens knapp 20 Euro pro Nacht bezahlt, aber es gab auch Optionen für unter 10 Euro. Also das ist auf jeden Fall weit unter dem, was man normalerweise für Urlaub ausgeben würde. Ich bin übrigens nicht gesponsert. Am letzten Tag hatten wir keine Kurse, aber dafür einen kleinen Trip. Am Meer. Dort meditierten wir und alles fühlte sich an wie im Flow. Eine halbe Stunde verging wie 10 Minuten, das war echt unfassbar. Ich wollte gar nicht aufhören mit dem Meditieren, weil ich so eine innere Leichtigkeit in mir spüren konnte und dadurch einfach so glücklich war, wie schon seit Monaten nicht mehr. Der Tag endete mit einem atemberaubenden Sonnenuntergang im Meer, ein krönender Abschluss. Ihr fragt euch jetzt bestimmt, wie findet man das Glück in sich? Die Antwort ist einfacher als man denkt. Sein.
still sein, bewusst sein, den eigenen Gedanken als Beobachter begegnen. Diese Erkenntnis habe ich im Retreat vertieft und meditiere seitdem 15 bis 20 Minuten täglich. Für mich hat das wirklich Priorität, denn genauso wie ich meinen Körper im Gym trainiere, so trainiere ich meinen Geist in der Meditation. Morgens zu meditieren bedeutet für mich, entspannter und emotional stärker in den Tag zu starten. Ich lebe bewusster und schätze die kleinen Dinge mehr. Ich empfehle euch also, Meditation auszuprobieren und in den Alltag zu integrieren. Also einfach mal aufrecht sitzen, innehalten und auf die Atmung fokussieren. Es wird sich langfristig definitiv auszahlen. Und wenn es geht, dann macht mal einen Retreat, denn das bietet die Chance, alltägliche Denkmuster zu durchbrechen. Trotzdem ist es eine Challenge, denn nicht nur der Rücken wird mal zwicken, sondern es können auch viele Emotionen hochkommen. Bei einigen Teilnehmenden sind sogar in der Woche Tränen geflossen. Aber es lohnt sich, denn wahrhaftiges Glück und innere Zufriedenheit entstehen nicht durch das Erreichen äußerer Ziele, sondern durch Achtsamkeit und die Verbindung mit dem eigenen Selbst. Und genau dafür gibt es Retreats. Abschließend noch kurz ein kleiner Kritikpunkt. Das Meditation Retreat auch mit den vielen Pausen war grundsätzlich eher für Anfänger ausgerichtet. Das nächste Mal suche ich nach mehr Herausforderungen, ähnlich meinem Meditationsretreat im Allgäu, wo wir bis zu 7 Stunden täglich meditierten, in völliger Stille und ohne Handys. Diese Art von Retreat ermöglicht einem nämlich noch tiefer in die Meditation einzutauchen. Mein nächstes Ziel, Vipassana, auch Schweigeretreat genannt. Dort meditiert man 10 Tage in absoluter Stille, ohne zu sprechen und ohne jegliche Elektronik. Ein ganz anderes Level der Meditationserfahrung. Abonniere also jetzt meinen Kanal, um das Vipassana-Abenteuer und weitere Videos nicht zu verpassen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.